ich bin hier an einem Reifengeschäft. Das ist so ein komisches Geräusch am Fahrwerk und dann ein leichter Druckabfall bei einem Reifen. Dachte ich, ich fahre hier mal vorbei. Und dann wurde festgestellt, das Profil geht eigentlich noch, obwohl ich jetzt schon 50.000 Kilometer mit diesen Ganzjahresreifen gefahren bin. Das war noch 4 mm auf ersten Blick. Naja, da wurde der Wagen dann mal kurz hochgebockt und dann, oh Schreck, haben wir festgestellt, dass die hinteren Reifen auf der Innenseite total abgefahren waren. Ah, das finde ich eigentlich ein bisschen enttäuschend bei so einem Premium-Auto wie dem Model S. Das Auto ist etwa 4,5 Jahre alt, ungefähr 90.000 Kilometer habe ich drauf. Und es ist doch ein bisschen überraschend, das hatte ich noch mit keinem Auto bisher, dass die Spur sich verändert hat im Laufe der Jahre, dass die Reifen derart einseitig abgefahren wurden. Ich hatte ganz am Anfang übrigens Pirelli Winterreifen, die ich sommers wie Winter gefahren bin, ungefähr 40.000 Kilometer. Und jetzt habe ich halt diese Bridgestone Weather Control Ganzjahresreifen, die ungefähr 50.000 Kilometer drauf haben. Auf ersten Blick hatten diese Ganzjahresreifen noch 4 mm Profil im Winter. Sie hätten also noch diesen Winter gehalten und dann hätte ich sie nächsten Frühling ausgewechselt. Aber naja, so muss es halt jetzt schon sein, weil sie halt so derart abgefahren sind auf der Innenseite. Das zeige ich jetzt mal. So, hier scheint es okay zu sein, aber dann hier auf der Innenseite sieht man, wie die abgenudelt sind. Linken Reifen genau das gleiche. Also hier sieht es noch gut aus. Auf der Innenseite abgefahren. Ja, neu werden jetzt hier Michelin-Ganzjahresreifen aufkommen und dann wird die Spur vermessen und eingestellt. Als nächstes geht es zum Spureinstellen. Wie mir hier die Experten von Euromaster gesagt haben, ist das mit der schlechten Spur nicht unbedingt ein Konstruktionsfehler vom Auto, sondern das könnte manchmal passieren, wenn man zum Beispiel durch ein Schlagloch gefahren sei, aus Versehen oder andere äußere Einflüsse, dass sich das dann ein bisschen verstellt und das bekommt man so auf die Schnelle gar nicht mit. Ja, vorab habe ich gerade was Interessantes gelernt. Also hier kann die Spur erstmal vermessen werden, aber sollte es Probleme an der Hinterachse geben, hat mir hier der Experte gesagt, dann darf dieses Reifengeschäft, also Euromaster, obwohl das eigentlich Vertragspartner sind von Tesla, dann dürfen die nicht die Hinterachse verstellen. Und zwar, weil es diese ganzen Assistenzsystemsensoren gäbe und das hat wohl irgendwas mit der Einstellung zu tun. Nun, ich bin mal gespannt, was das Ergebnis ist hier der Messung, ob das verstellt ist, wie sehr es verstellt ist. Und dann für die eigentliche Arbeit muss ich dann vielleicht doch zu einem Tesla Service Center gehen. Na, hier an diesem Bildschirm wird also das Auto ausgewählt, der Typ. Deswegen brauchten die hier meinen Fahrzeugschein. Da werden dann diese Solldaten eingegeben in das Gerät, was nachher die Spur messen wird. Dann kommt hier ein Laserapparat. Das ist wirklich spannend. Dann werden hier diese Reflektoren an den Rädern montiert. So, jetzt leuchten diese Laser. So, jetzt wird das Auto genau in die richtige Position auf der Rampe gefahren. Damit das Gerät kalibriert wird, muss eben eine halbe Raddrehung erfolgen. Jetzt wird hier gelenkt ein wenig. Auf dem Monitor wird angezeigt, was gemacht werden soll. So, jetzt wurde genug gelenkt.
noch ein wenig. Und jedes Mal kalibriert das System genau die Räder. Dann wird hier mit einem Spezialgerät und einer Wasserwaage das Lenkrad auf total gerade eingestellt. Hinten und vorne muss bei beiden Achsen das eingestellt werden. Hier oben ist der Sturz, unten ist die Spur. Und das müsste genau das ist jetzt die Hinterachse, sein. Das müsste hier im grünen Bereich sein. Aha. Aber Hinterachse dürfen Sie eben nicht machen. Darf bestellen. Ich nicht machen wegen den Fahrassistenzsystemen. Das ist jetzt auch die Vorderachse. Da stimmt weder der Sturz, so auch die Spur nicht. Aha. Aber die Vorderachse können, das können Sie nicht machen. Das kann ich machen. Ah, gut. Das ist ja interessant. Danke. Also an welcher Schraube da genau jetzt gedreht wird, kann ich im Detail nicht zeigen und möchte auch nicht dem Meister hier in die Quere kommen. Aber während er dreht, verkleinern sich hier unten rechts die Zahlen und so, und jetzt sind wir schon im grünen Bereich. Das gleiche hier mit dem linken Rad vorne. Während die Schraube langsam gedreht wird, wandert der Zeiger hin zur Mitte. Und voilà, im grünen Bereich. Die oberen Zeiger zeigen den Sturz an. Und der Sturz zeigt an, also in welcher Neigung das Federbein zur Straße sein soll. Und auch das wird hier mal eben eingestellt. Das ist wohl offenbar ein bisschen schwieriger zum Einstellen, weil man schwieriger an die Stellschrauben kommt. Und man braucht viel mehr Kraft, um diese Schrauben zu verstellen. Also hier im Gesamtbild sieht man, dass jetzt die Spur im Großen und Ganzen richtig ist. Allerdings hinten rechts, besonders hinten rechts, ist die Spur eben nicht richtig eingestellt. Hinten rechts ist übrigens auch der Reifen, wo ich diesen regelmäßigen Druckabfall gespürt habe. Und aber hier bei Euromaster dürfen Sie die Hinterachse nicht verstellen. Das muss ich also dann wohl beim Tesla Service Center machen. Tja, das fand ich ungemein spannend hier. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich habe jedenfalls viel gelernt. Die Leute hier waren noch sehr, sehr nett. Also wenn dir oder euch dieser Clip hier gefallen hat, dann gebt ihm doch ein Like. Und ihr könnt doch gerne den Kanal abonnieren. Ich habe ja nicht nur Tesla-Sachen hier auf diesem Kanal, sondern auch, naja, Golfplatzberichte, aber auch Reiseziele, Drohnenaufnahmen von oben. Und naja, und wer sich für Tesla interessiert, ich habe auch so eine Playlist mit Tesla Superchargern. Also jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, noch ein kleiner Nachtrag. Ich bin also mit meinen neuen Michelin Cross Climate gut nach Hause gekommen. Die Reifen sind leise und vor allen Dingen, was nicht mehr da war, war dieses Brummen, was ich vorher hatte. Denn so im Geschwindigkeitsbereich zwischen 25 und 35 Kilometer in der Stunde hatte ich so ein Brummen im Auto. Ich hatte schon große Sorgen, dass da irgendwas sehr kaputt sei. Aber das lag wohl nur an dem Sägezahneffekt, weil die alten Reifen sich irgendwie unregelmäßig abgefahren hatten. Und dann gab es halt dieses Brummen. Das war jetzt überhaupt nicht mehr da. Aber eine ganz andere Idee. Aber noch eine andere Idee. Also ich hatte ja nachgefragt an dieser Autogarage, warum das so ist, dass sie die Hinterachse nicht einstellen dürfen. Also das ist wohl nicht nur eine Tesla-spezifische Sache, sondern alle neuen Autos mit Fahrassistenzsystemen sind etwas problematisch, um die Hinterachse, um die Spur einzustellen, Spur und Sturz. Und das dürfen halt nur speziell autorisierte Werkstätten machen. Bei Tesla halt nur Tesla. Aber bei anderen Automarken haben eben so Reifen Geschäfte wie Euromaster
spezielle Geräte und auch die Erlaubnis, diese speziellen Justierungen zu machen. Tesla ist ja manchmal ein wenig eigen und nutzt so ein bisschen seine Monopolstellung aus, was die Service Center betrifft. Allerdings bei Sturz und Spur, da geht es ja um nichts Tesla-Spezifisches. Das ist ja nun wirklich etwas rein Mechanisches. Und ich hoffe ja doch, jetzt wo es immer mehr Teslas gibt und diese Tesla-Service-Center mir langsam etwas überlastet zu sein scheinen, da würde ich mir hoffen, dass Tesla doch anderen Werkstätten, anderen Fachwerkstätten erlaubt, Sturz und Spur auch an der Hinterachse einzustellen und dafür auch die entsprechenden Geräte zur Verfügung stellt. Was ich auch gelernt habe, wenn die Hinterachse neu eingestellt wird, dann muss auch die Vorderachse wieder eingestellt werden. Also jetzt in diesem Film wurde ja gezeigt, wie die Vorderachse eingestellt wird, denn die Hinterachse konnten sie ja nicht einstellen. Aber ich muss mir jetzt einen Servicetermin geben lassen bei Tesla, um die Spur neu einzustellen, und dann müssen die sowohl hinten einstellen als auch vorne wieder neu. Wie gesagt, das ein kleiner Nachtrag. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Tschüss.